Und es quattet ein wenig. Spellstone, meine Damen und Herren, es ist das Seafolk-Event geworden. Mal wieder. Unter Wasser. Und da bekommt man wohl, wenn die noch hier eine Verzögerung haben, einen Schild. So wie beim letzten Mal so ähnlich. Oder ist es ganz genau gleich? Mal schauen. Auf jeden Fall. Ist auch sogar ein Doppelt-Gold-Wochenende. Wo ist das hier? Goblin. Genau. Zweimal Gold, beziehungsweise eine gesamte Woche. Richtig heftig. Und deshalb werde ich, glaube ich, sogar ein bisschen was ausgeben. Aber wir sehen uns mal meinen aktuellen Stand an bezüglich... Ach, das werde ich auch nie verwenden, glaube ich. Oder ich heb's... Egal, heben wir uns das noch auf. Mein aktueller Stand bezüglich der Seafolk-Karten. Denn wenn das Video kommt, ist das Event schon da und da kann man sich ja schon mal vorbereiten. Also, nochmal auf Verdampfen. Beziehungsweise ich gehe auf Ausrüsten. Sortieren. Das ist das Zeichen hier. Der Tentakel. Im Deck habe ich 0 Nadaniente-Karten dieser Fraktion und ich besitze ein einziges Mal leider nur Blackfin. Die Karte würde sich, glaube ich, ganz gut machen. Dann die Beetle, nur doppelt. Ich hoffe, die bekommt man noch, dass ich mir die vierfach holen kann. Den Kraken kann ich mir vierfach holen, denn da besitze ich genügend davon. Da habe ich sogar eine Rune drin, das war ganz am Anfang. Hier, als ich begonnen habe, und da habe ich jede Rune gleich überall reingesteckt, ohne zu überlegen, aber eigentlich, ja, war gar nicht so schlecht. In vierfacher Form, ich weiß nicht. Ja, eine Abschöpfenrune hätte ich da, glaube ich, gerne drin. Ansonsten, Silla besitze ich in Episch, da bin ich gerade dabei, die in Legendär zu holen. Und das ist meine wichtige. Die hat sogar eine Rune drin, die ist vierfach. Ich glaube, die werde ich dann verwenden, beziehungsweise einfach ganz viele Goblins, ich weiß es nicht. Hier ist eine... blaue Rune drin, eine epische für das Schild und für den Schild, sorry. Und Adora Bubble hier mit Nullify und Schwächen. Mal schauen, wie krass der Effekt dann ist. Ob ich da ein bisschen was reinnehmen werde. Ansonsten sehen wir uns mal mein Deck an. Was könnte ich denn rauskicken? Diese beiden sind zwar Insekten, aber ich muss sagen, die gefallen mir ganz gut. Die sind ein schöner Ersatz für den Heldenfrosch irgendwie. Ja, ansonsten, das ist mein einziges Insekt, welches ich wahrscheinlich rauskicken werde. Ohne Event ist das nicht so toll. Hier, Dünenslammer ist zwar auch noch ein Insekt, aber der bleibt definitiv drin. Alles andere, der ist dann noch ein Goblin. Der ist Goblin und Insekt. Ja, ich glaube, großartig werde ich da nichts tauschen. Es sei denn, ist dieses Event, der Effekt ist wirklich so heftig, dann werde ich da doch was machen. Aber ansonsten muss man sich ansehen, muss man einfach mal schauen. Ich werde jetzt zeigen, dass es hier... Moment... genau, wie bin ich da? Ja, hier geht es gerade locker flockig mit dem aktuellen Event. Da hatte ich ja früher noch, als die Zone damals aktiv war, Probleme, mir überhaupt alle Sterne auf voll zu holen. Aber jetzt, vor allem wenn man sieht, das sind ja hier grüne Karten, aber durch das Erstarren, das hat der Held schon mal, dann hat das die Karte nochmal und so weiter. Das war nicht von schlechten Eltern. Damals und gegen den bin ich auch nie angekommen. Jetzt mit den Goblins läuft das... locker flockig, genau wie man sehen kann. Ja, das passt schon. Und da hole ich mir jetzt eben die Brine Souls, oder wie die heißen, um eventuell irgendwann Silla vierfach zu haben. Ich glaube, im Event wird sich's nicht ausgehen, weil da bekommt man echt wenig. Da müsste ich sogar vielleicht hier eine einzige jetzt bekommen, weil ich Glück hatte. Da müsste ich vielleicht sogar so ein Fläschchen ausgeben. Mal ganz kurz den Fortschritt ansehen. Die mythischen... Bam Banam, Narix, nein, Silla, 186. Oh, Moment mal. Nur 250 werden da benötigt. Aber ich will die Fläschchen jetzt nicht, will ich die Fläschchen ausgeben? Weil das ist eben eine Unterwasserkarte. Wo haben wir sie denn? Hier, eine heftige. Die gibt mir 15. 10. Also das könnte man sich schon holen, so in Summe. Auf der anderen Seite bin ich auch ein Favorit von Verus. Den habe ich auch ziemlich ins Herz geschlossen und bei dem komme ich dann eben schon zu mythisch, obwohl man da ja wirklich einfach die Dingenskirchen bekommt, die Windseelen. Mal schauen, hier müssten auch ein paar Kisten fertig sein. Leider keine Dia-Kiste gestern bekommen. Da gibt es immer nur wenige. Aber Runesliver, so Moment mal, da mache ich jetzt glaube ich auch was. So, nochmal Runesliver, was ist los? Da wird verdampft. Verdampfen... Denn ich habe wieder so viel. Also die hier natürlich nicht, aber davon muss einiges weg. Nehmen wir
Ich werde sowieso nicht so viele craften. 14, dann bleiben noch 10 übrig. Bei den epischen kann ich auch so einige. 23, dann bleiben 20 übrig. Bei den legendären. Ich habe zwar jetzt das Inscription Powder, aber das andere alles fehlt mir. Packe ich 6 weg und habe dann noch 5. So. Und den Rest, genau, da kann ich nichts mehr wegpacken. Ist mittlerweile eine schöne Sammlung, muss man sagen. Beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. So, weg mit diesem Gedöns. Und dann wieder ein bisschen craften. Bam, bam, bam. Zum Glück bekommt man das alles einzeln. Ja, reicht dann auch, oder? Ist genug. Wie viel habe ich denn da verdampft? Okay, 605.000. Crafting. Und aktuell kann man da, glaube ich, nur eine einzige Sache craften, nämlich das hier. Und die öffnen sich, glaube ich, immer gleich. Oh, nö, doch nicht. Dann werde ich kurz schneiden. Und der letzte Beutel. Das hat gedauert. Zum Glück kann man das öffnen. Hier sofort machen. Mit allen auf einmal. 30 Stück. Das wird jetzt so. Alle auf einmal werden geöffnet. Vielleicht kann man auch irgendwie alle auf einmal craften. Habe ich aber noch nicht. Hä? Was? Ach so, ich habe den Slider nicht drüber gezogen. Ich dachte schon, in diesen allen waren jetzt nur. Aber hey, das war. Ich glaube, diese 60, das war viel. Das war ein kleiner Mini-Checkpot, oder? 15. Ah, die sind nämlich wichtig. Die Arkansplitter, Blaufeuerseelen, die brauche ich jetzt alle. Nö, das war doch kein Checkpot. Boah, da sind ja richtig viele drin. Inscription Powder ohne Ende. Und wieder die Rune Shells. Die habe ich zwar verdampft extra, um das öffnen zu können. Und 4 wieder bekommen. Ich habe 6 davon eingeschmolzen, glaube ich. Und 4 wieder zurückbekommen. Naja. Achso, und kleiner Tipp wegen Gold Event. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um Energietränke und Nachfüllprämien zu verwenden. Logischerweise. So, und jetzt Crafting. Kann ich eine legendäre Rune machen? Ja, ich kann. So, die. Ach, da gab es echt so viele davon? Na, dann müsste ich da ja häufiger was verdampfen. Na gut. Lebensrune, 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 Lebensrune. Vergeltung. Ja, so funktioniert das nicht. Das ist jetzt meine. Ist es meine zweite? Ja, jetzt habe ich schon 2 davon. Also damit muss ich nicht mehr sparsam umgehen. Wenn man sich das so ansieht. Sortieren. Nach der Vergeltung. Aber ich habe nur den und ich weiß nicht. Ich meine, Vergeltung 8 für eine 1er-Verzögerung ist natürlich auch sehr lecker. Das muss man sagen. Auf der anderen Seite. Okay, Elementar-Event hatten wir erst, aber hier könnte was rein. Der General könnte eine vertragen, aber der hat auch nicht so eine hohe Vergeltung, glaube ich. Vergeltung 4 ist dann auf 7, glaube ich. Ist es dann auf 7? Vermutlich. Hier haben wir noch einen Engel mit Vergeltung. Obwohl, was müsste man da reinnehmen? Da wäre vielleicht eine Versengen-Rune besser aufgehoben. Was wäre bei dem? Vielleicht eine Heilen-Rune? Keine Ahnung. Oder doch Vergeltung? Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde sie lieber in einen Engel reinpacken, als in diese 1er-Verzögerung, obwohl die Goblins haben wir jetzt noch echt lange und dieser rote Goblin, der ist, keine Ahnung. Na egal, ich mache mal einen Live. Es springt immer rüber, wenn man zu schnell ist. Mann, hör doch mal auf. Oh, ja, das sind keine guten Karten allesamt für den Anfang. Boah, der wird mich jetzt vermöbeln. Aber sowas von. Wie komme ich da jetzt dagegen an? Das ist bitter. Aber egal welche Karte. Nein, die Korrosivkarte hätte ich nehmen können. Die hätte er nicht so schnell kaputt bekommen. Boah, bitte nimm Narix, bitte nimm Narix, bitte nimm Narix, bitte nimm Narix. Oh Mann. Ich wollte ja einen Live-Kampf machen. Ich wollte ja gar nicht kämpfen. Oh, jetzt Narix genommen. Das war wichtig. Leider trotzdem am Gift oder so gestorben. Oh, Mann. Und jetzt ist sogar Atlas ready. Und diesen nervigen hat er auch. Obwohl der kämpft gegen... Und der überlebt mit einem. Ach, du meine Güte. Was treibt ihr denn hier? Das wird ein Los. Traurig aber war. Weil ich die falschen... Minus 13. Ich wollte hier rüber scrollen. Und da klicken auf... Digga, was? Was ist das jetzt?
Der hat Vergeltung deshalb nicht am Mann. Was war das? Was? Schon wieder? Ich hab doch extra ganz langsam. Was wollt ihr von mir? Der hat hier eine legendäre Lebenspunkte-Rune drin, die will ich auch besitzen. Könnt ihr das nicht verstehen? Ich öffne Tag für Tag legendäre Runen. Also nicht jeden Tag, aber doch ziemlich häufig. Und dann gibt's einfach nichts. Warum nicht? Und der startet direkt mit zwei mystischen Karten. Man kann drei im Deck haben. Und der Kollege beginnt einfach mit zwei mystischen. Wie? Wieso? Warum? Weshalb? Was ist los mit euch? Oh Mann. Heute ist nicht mein Tag, oder? So, wir versuchen es jetzt nochmal. Wir scrollen hier wie verrückt und warten und ich schließe das nochmal und klicke hier und klicke da. Schaffen wir es jetzt zu den Live-Kämpfen? Ist das möglich? So, jetzt waren kurz die Prämien weg. Arena. Der wollte mich schon wieder veräppeln. Live-Battle. Wow! Es hat funktioniert. Nicht schlecht. So. Boah, das war echt krass. Zwei Niederlagen hintereinander. Sowas habe ich fast nie bei den Prämienkämpfen. Aber wie kann man zwei mystische hintereinander ziehen als Autoplay? Das war ja nicht mal der echte Spieler. Das war Autoplay. Und er zieht zwei mystische hintereinander, obwohl man drei im Deck haben kann. Mann, ich habe nicht mal drei. Ich habe nicht mal zwei mystische. Ich habe zwar die Verus zählt als mystische. Egal, wie auch immer. Was wollte ich denn hier so sagen und so? Ja, Gold Event. Ordentlich losrocken. Und ansonsten die Vergeltungsrune. Ich schmelze sie ein. Nein, Quatsch, sowas kann man nicht machen. 16. Müsste ich überleben können. Ich hoffe doch. Wenn ich es überlebe, dann ist es gut. Dann kann ich mich wieder aufheilen und Schild und so. Der hat eine Verhexenrune drin, Verhexen 7. Wenn er Glück hat, killt er mich. Boah, doch. Der hat das Glück. Klar, der hat das Glück. Es ist gerade heute nicht meine Folge. Also es ist irgendwie meine Folge, denn ich mache sie und mir gehört sie, aber... was könnte böse sein? Nö, ich habe überlebt. Mit 8? Okay, da ging so einiges in die Hose bei dem. Und ich nehme den nochmal. Und mit dem roten warte ich noch. Genau. Der hat aber nicht viel kassiert. Muss ich sagen. Und den hat er auch. So, jetzt geht's roter Goblin. Wir haben ziemlich ähnlich... genau. Bleibt mir direkt alles im Halse stecken. Warum kassiert denn der nichts? Ach, wegen Korrosiv, Quatsch. Oh, Mann. Bitter, bitter, böse. Und der hat Vergeltung 9. Das heißt, meiner sollte eigentlich noch überleben. Aber was wird er jetzt sterben? Oh, das war gut. Das war gut, dass der direkt gestorben ist. Dann hat der keine Vergeltung kassiert, etc. Ich weiß nicht. Ich habe es noch nie gesehen, glaube ich. Eine legendäre Vergeltungsrune in dieser Karte. Habe ich noch nie gesehen. Eine epische habe ich schon mal erlebt, aber... Der muss nicht gegen den kämpfen, nein, weil ansonsten wäre ein Doppelschlag doof. Aber genau, die Karte liegt der dann nicht gegenüber. Kann man für diese epische eine legendäre Vergeltungsrune, wenn ich irgendwann in den nächsten wenigen Tagen jemanden sehe, nicht euer Ernst, dass der keinen einzigen Treffer abbekommen hat. Oh, vielleicht hat er einen abbekommen, aber Schild, genau, Elementarschild hat der. Wenn ich irgendjemanden sehe, der... eine legendäre Rune in dieser Karte drin hat, dann mache ich es auch. Aber ich glaube, da finde ich niemanden. Nö, das kann ich nicht bringen. Oder die legendären Runen sind so selten. Oder vielleicht doch. Aber die Karte, wenn die getroffen wird, stirbt die sowieso. Okay, dann zieht sie nochmal ein bisschen mehr ab, aber... Oder ich mache es einfach für die Wissenschaft, oder? Und dann kann ich sagen, ob es eine gute Idee war. Oder eher eine schlechte. Nein, jetzt muss die trotzdem gegen Scylla kämpfen, die Karte. Und... Dann mit Doppelschlag ist das nicht so gemütlich. Das könnte noch, das wird vielleicht sogar schlecht enden für uns. Dann setzt er diese Karte sogar noch außer Gefecht. Jetzt der Doppelschlag mit 2 überlebt, aber immerhin jetzt ist die Niederlage, also der Tod von dieser Karte garantiert, trotz legendärer Lebenspunkte-Rune mal wieder hier drin. Aber bei mir hat er gerade alles gekillt. Jetzt, 23, leider reicht das nicht für den Tod. Wird mit 2 Lebenspunkten wahrscheinlich überleben, so in etwa. Beziehungsweise mit 3. Doch, mit 2. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, genau. Soll ich es machen? Machen wir es einfach? Ich meine, ich habe 2 Vergeltungsrunen. Ich könnte die zweite ja in den Engel reinsetzen.
Und jetzt in diesem Fall zum Beispiel, wenn der angegriffen hätte, hätte er mehr Schaden kassiert, obwohl der hat irgendwie keinen Schaden kassiert, ich glaube durch Schild. Und so, Ich warte noch einen Tag. Ich kann das jetzt nicht so machen, das geht mir zu schnell, oder? Obwohl ich sagen muss, ja, da kann man schon aufgeben. Was ist das? So, nächster Kampf. Waiting for enemy. Oder machen wir es? Ich sehe aber jetzt schon die Kommentare so, was, Schilling, für so eine Einserverzögerung, diese Vergeltung? Bist du denn des Wahnsinns, fette Beute, wie kannst du nur? Ja, ich könnte es verstehen, aber ich bin eben ein legendärer Runenfreund, denn ich finde die irgendwie genial. Natürlich, drei epische wären auch gut, wenn da so eine Schwächenrune dabei wäre. So, jetzt mal eine halbwegs gute für den Start, Dankeschön. Mit welcher ich den, ich meine, killen kann er den nicht, 17 Schaden richtet der trotz allen Effekten nicht an, aber in zwei Runden dann. Wenn das Gift getickt hat, müsste der sterben, je nachdem, wer vom Blitz getroffen wird. 14 kann er locker schaffen. Und dann hat er noch Blitz alle, nö. Da nehme ich diese Karte. Zur Sicherheit, genau, weil 11. Das ist ja perfekt. Das ist perfekt. Hat sich schon gelohnt, den zu nehmen. Oh, nein, dann hat er Abschöpfen. Warum kannst du nicht den anderen nehmen? Der ist doch bestimmt auch Chaos gewesen. Ich bedenke die ganzen Helden nie. Früher hat man eben nur Aria gesehen. Da musste man nichts überlegen. So, der killt sich auch. Also nicht auch, sondern der killt sich jetzt immerhin mal, was der vorherige ja nicht getan hat. Sauber, weg vom Fenster. Ja, die Karte eben. Ist okay. Ich würde sogar tauschen jetzt, glaube ich, gegen eine legendäre Schwächenrune. Boah, legendäre Schwächen. Nein, die könnte ich da nicht reinpacken. Das wäre auch auf der anderen Seite ein bisschen zu heftig. Glaube ich, oder? Habe ich aber auch. Das habe ich schon gesehen, muss man sagen. Ich glaube sogar fast unserer Gilde haben das. Hier eine legendäre Schwächenrune drin. Was hat er dann? Schwächen. Schwächen 6, oder? Schwächen 6 mal 2, 12 ist auch heftig. Muss man dann sagen. So. Noch ist nichts in trockenen Tüchern. Wenn der noch mit einem Lebenspunkt überlebt. Aber es sieht gut aus für mich diesmal immerhin. Der Rote wird zum Glück nicht sterben. Sehr schön. Ja, das war's jetzt. Und Schwächenrune, natürlich. Da ist immer eine Schwächenrune drin. Was denn auch sonst? Wer würde da eine Vergeltungsrune reinmachen? Ich natürlich. Nein, keine Ahnung. Komm, mach weiter. Ich will jetzt eine Dia-Kiste. Für all diesen Stress und mein Pech. Ja, Dia-Kiste. Ich muss sie nur bunt anmalen. So, und ich glaube, ich muss noch ein bisschen Gold ausgeben. Doch zuvor eventuell ausmisten. Habe ich irgendwas, was Platz benötigt? Ich meine, den werde ich bestimmt nicht. Den bekomme ich nicht nochmal in anderer Form. Aber ich habe jetzt sowieso ein bisschen mehr. Muss ich nicht direkt wegpacken. Hingegen so einen Chaossturm. Oder das. Oder das. Oder den habe ich 12-mal. Ich bin mir sicher, den kann ich ein paar Mal wegpacken. So 8-mal. 2-mal könnte ich ihn machen. Und hier sind die ganzen aufgewerteten Felsentitanen. Wo habe ich die denn alle her? Ich meine, ich öffne auch ab und zu so ohne Aufnahme, bevor ich dieses Maximum erreiche. Den habe ich 5-mal. 1-mal kann er weg. Der kann auch 2-3-mal sogar weg. Ich meine, 1-mal mache ich die eventuell, weil hier das Maximum und so. Also irgendwas muss ich sowieso machen. Oh, Moment mal. Ah. Alles wieder auf Anfang. Ich kann das ja nicht, sonst erreiche ich das Maximum. Mann, warum habe ich denn so viel davon? Was soll ich... So, Moment mal. Was soll ich aufwerten? Sortieren wir mal nach diesen hier. Und habe ich noch irgendwo diesen Ronin? Genau. Ronin wird mal aufgewertet. Ich muss das ist jetzt eine Investition oder soll ich sagen eine Bank für meinen arkanen Staub. Werte ich mal auf. So. Welche Legendäre könnte ich noch eventuell irgendwann verwenden? Ich muss sagen, der General. Sollte irgendwas engelmäßig oder ethermäßig kommen. Und die Vergeltungsrune rein. Was ist der nochmal? Frosch. Ich meine, Frosch könnte auch bald wieder kommen, oder? Und der gefällt mir mit Samael, weil der Panzerung hat. Eine Valor-Rune hätte ich. Ja, ich glaube, den mache ich auch einmal. Ich habe so viel. Das wird mir in nächster Zeit vermutlich nicht ausgehen. Von daher muss ich das irgendwo reinstecken. Und den nehmen wir auch nochmal.
Bisschen aufrüsten. Sturmdrachen. Denke ich nicht. Infinity. Infinity, klar. Moment mal. Infinity könnte ich mir heute, glaube ich, sogar holen. Wenn ich die Zone denn schaffe. Aber würde ich Infinity jetzt reinnehmen? Ich habe. Es gibt so viele Karten momentan. Aber Infinity, das wäre doch was. Egal, den habe ich mal aufgewertet. Jetzt, das sollte reichen. Oder was habe ich noch? Irgendwas zum Aufwerten. Ein Boomsting bestimmt nicht. Dann habe ich ein einziges Mal. Jo. Dann nehmen wir den General nochmal, oder? Oder irgendeine. Sorry, Moment. Irgendeine epische vielleicht. Habe ich da was, was man aufwerten kann? Genau, den Kraken. Dann habe ich den vierfach, aber ich weiß ja nicht, ob ich den verwenden werde. Oh Mann, wie kann man. Das sind First World Problems. Wie kann man ein Problem haben und nicht wissen, wohin mit seinem. Egal. Verdampfen. Nochmal ein bisschen weg. Oder ich lasse die jetzt und öffne. Sorry, das ist hier ein bisschen. Chaotisch und so. Aber so ist das eben. Stimmt, Infinity kann ich mir ja auch holen. Jetzt noch mittlerweile. Mal schauen. Doch was würde ich stattdessen rauskicken? Das ist die Frage. Aber der mit der mächtigen Alle, der legendäre mächtigen Alle-Rune rein, könnte auch gut abgehen. Irgendwie. In irgendeinem Deck, den sehe ich auch häufig. Zwar nicht immer, aber häufig. Dann hätte ich richtig viele von diesen Kampagnenkarten drin. Den Dünenhopper. Zu Long. Und Infinity und in jeder wäre eine legendäre Rune drin. Ich meine, die sind eigentlich nicht so darauf ausgelegt, dass man die alle kombiniert. Aber je nach dem episch, je nachdem, was man so in seinem Repertoire hat, kann man das ja doch machen. Ronin wäre heftig. Über Ronin würde ich mich freuen. Dann die Verhexenrune rein und den würde ich definitiv mal ausprobieren. Und gegen Schild. Würde sich der sogar lohnen, also wenn jetzt Seafolk Event Schild ist. Schild ist ja nicht Panzerung. Das heißt, den Schild kann ich wegkloppen. Besonders mit Ronin und dann verhexen. Viermal in Summe, Doppelschlag und sogar legendäres Verhexen einmal mit dabei. Das wäre gegen Seafolk vielleicht nicht so schlecht. Kein Platz für weitere Karten. Also gehen wir in den Garten, dass wir nicht länger warten. Oh Mann, ich hasse das auch. Ist, glaube ich, nur ein Anzeigefehler, aber trotzdem. Ich will mir dann mal nicht so sicher sein. Und genau. Oder ich hole mir einfach mal ein paar Ember Souls für Narix in epischer Form, dass ich den aufwerten kann. Habe ich das Richtige angeklickt? Ich hoffe doch, dass ich den aufwerten kann. Und genau. Narix. Aber Drachen-Event hatten wir erst, obwohl einige Leute auch Narix so drin haben. Warum lädt denn das gerade so lange? Da müssen wohl die legendären Karten erst irgendwie reinladen. Riesiger Kraken. Lustige Sache. Passt ja perfekt aktuell. Habe ich aber zur Genüge, von daher. Moment mal. Habe ich vielleicht irgendwas verdampft? Da habe ich ja gar nicht nachgesehen. Beim Wiederbeschwören der Karten. Selten, selten, selten. Genau, das habe ich mir nicht angesehen. Vielleicht habe ich diese Beetle. Habe ich die weggepackt? Und hab die danach noch bekommen. Ich glaube nicht. Aber zur Sicherheit kann man ja nochmal nachsehen, ob ich da irgendwas doppelt oder dreifach habe. Bezweifle ich jedoch. Um ehrlich zu sein. Na, epische sind ein bisschen mickrig, obwohl es so lange lädt. Aber vielleicht laden tatsächlich irgendwelche legendären Karten da rein. Das kann ja auch sein. So. Wo ist sie? Die legendäre Ronin-Karte. Jetzt ist aber voll. Schicht im Schacht, Ende im Gelände. Ich glaube, man muss kurz warten. Da passiert das nicht. Genau, jetzt. Wieder 215. Okay. Und nun, das kann man auch über das andere Menü, aber ich klicke es immer hier an. Karten wieder beschwören. Sortieren. Hey, was ist das? Kommt eine neue Fraktion und ich habe es nicht mitbekommen? Oha! Mechanische Roboter oder so. Gut, was haben wir hier? 11-mal riesiger Kraken. Einmal Burnshell habe ich hier. Und ansonsten, ja, einmal Adorabilis. Nö, da habe ich nicht so viel im Petto, muss man sagen. Das war's eigentlich. Die Wasserschlange kann, glaube ich, Erstarren erlernen und hat eine Einzelverzögerung, genau. Jo, aber nicht so wichtig. Okay. Na dann, würde ich mal sagen. War es das so mit dieser Folge? Mal schauen, was ich da rumbastle. Aber ja,
bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach nicht so weiter.